Hallo und willkommen zu einem kurzen Kurztutorial über den Einbau von EGK3 Gleisen und Weichen in Zusammenhang mit gesondert zu verlegendem Schotter für das Gleis. Da ist da im IEP-Forum nachgefragt worden und man verwendet dafür den gesonderten Gleisplan von UB3 bzw. die Schottersplines, die in diesem Set enthalten sind. Wenn man den Gleisplan von GK3 verlegt, dann sieht das so aus, dass dort zunächst kein Schotter dabei ist, man diesen Schotter aber aus dem Set von UB3 hinzufügen kann. Ich senke das Gleis normalerweise von 0,3 auf 0,2 ab und verlege dann unter dem Gleis, beziehungsweise nicht unter, sondern direkt daneben den Schotter. Wenn man das entsprechende Set installiert hat, findet sich hier ein Schotter braun eingleisig UB3. Den wählt man hier oben aus, dann taucht er auch hier unten auf, wenn man jetzt das Gleis markiert und hier bei Gleisstiel beibehalten kein Häkchen gesetzt ist und man hier diesen Schotter ausgewählt hat, dann legt man den normalerweise rechts neben das Gleis und zwar im halben Abstand, halben Regelabstand, nicht 4,5, sondern 2,25 Meter neben das Gleis. Das sieht dann so aus und in der 3D-Ansicht es denn bei 0,3 liegt, der Schotter, dann sieht es so aus, wie es aussehen soll. In 2D liegt der Schotter, wie gesagt, neben dem Gleis im halben Regelabstand 2,25. Aufgrund der Konstruktion dieses Schottersplines ist es in der 3D-Ansicht so, dass er direkt mittig unter dem Gleis verläuft und auch in der entsprechenden Höhe. Wenn man alles in den Regelhöhen verlegt, dann liegt das Gleis auf 0,3 und schaut relativ weit aus dem Schotter heraus. Deswegen senke ich das Gleis immer etwas ab. Eben nicht auf 0,3, sondern auf 0,2. Und dasselbe passiert dann auch bei den Weichen, sinngemäß, dass man hier so eine Weiche einbaut in die Anlage. Und dazu dann die entsprechenden Gleise verlegt. Die sich hier etwas weiter oben bei S54 alle finden. Wenn man da verschiedene Stiele hat, muss man halt den richtigen auswählen. Oder den, den man gerade verlegen will. Hier so an die Weiche heranführen und es schnappt dann entsprechend ein. Sieht in 3D so aus. Und wenn man von vornherein irgendwo auf der Anlage das erste Gleis mal in der richtigen Höhe einbaut, dann richtet sich daran alles andere natürlich auch entsprechend aus, sonst muss man es so wie hier jetzt nachträglich absenken, das heißt müssen. Es ist halt persönliche Geschmacksfrage, wie man das Aussehen haben will hinterher. Mir gefällt es halt besser, wenn das etwas tiefer verlegt ist. Und dann kann man wieder in 2D
jeweils den Schotter daneben legen. Den muss man erst hier oben auswählen. Da ist er, der Schotter braun eingleisig. Man kann natürlich auch einen anderen Schotter verwenden. Hier zum Beispiel diesen Schotter SE, der ist so gräulich, während der von UB3 einen Braunton hat. Das ist auch ja, mehr oder weniger Geschmackssache, was man da verlegt. Dieser Schotter von UB3, der muss immer rechts in der Laufrichtung des Gleises ausgehen von diesem dreieckigen Pfeil hier. Der zeigt ja die Laufrichtung des Gleises an. Immer rechts daneben verlegt werden oder auf der linken Seite dann aber umgekehrt. Das mache ich jetzt hier mal links umgekehrt 2,25. Und hier unten keinen Gleisstiel beibehalten, sondern eben, denn das ist ja der Gleisstiel von GK3, der soll nicht beibehalten werden, sondern es soll eben dieser Schotterbraun eingleisig verlegt werden. Der liegt dann daneben und muss aber nun wieder um 1 angehoben werden auf 0,3. Hier kann man direkt rechts daneben packen, ohne Umkehrung. Und hier genauso. Und wenn wir jetzt hier mit Gleislücke schließen, noch die Gleislücken schließen im Schotter, dann sind auch diese Lücken noch geschlossen. Das machen wir jetzt nicht mit dem Gleis, sondern mit dem Schotter. Gehen hier auf Gleislücke schließen und schließen erst diese Lücke, ziehen den Schotter beiseite und schließen dann die andere Lücke von hier nach da. Und schieben den dann wieder zurück. Wobei, wenn man hier mal genau hinsieht, hier hat sich das letzte Stück hat sich umgebogen. Das müssen wir mal gerade machen, dass es so verläuft. Und dann können wir das hier wieder zurückschieben. Und das Ganze sieht dann so aus. Und dann haben wir diese Weiche auch mit Schotter versehen. Und das soll jetzt hier für dieses Kurztutorial erstmal ausreichen, dass man also dort den Schotter drunter legt, den es, wie gesagt, im Trendshop hier als Gleisblein-System mit rostfarbenem Schotter extra gibt. Da gehört dann mit dazu hier unten dieser Schotter. Man bekommt dann auch noch Gleise. Und da kann man sich ja dann entscheiden, ob man lieber die von UB3 nimmt. Das war also bis vor kurzem eigentlich der angesagte Gleisstil. Und jetzt sind von GK3 die Gleise rausgekommen mit den entsprechenden animierten Weichen, die natürlich so gesehen dann wiederum zu bevorzugen sind. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche viel Spaß mit EEP und sage für diese Folge Tschüss.